Hallo, meine Lieben. Schön, dass du mich gefunden hast. Schön, dass du da bist. Ich bin die Nicoline Maela. Ich bin ein Channel Medium und ich freue mich sehr, dass du dir heute dieses Video ansiehst. Es ist ein ganz besonderes Video. Es ist ein Impuls aus der geistigen Welt. Sie haben mich dazu gedrängt, heute dieses Video aufzunehmen, denn ja, das ist jetzt wichtig. Es wird jetzt gebraucht. Ich spüre nämlich schon seit heute früh, bin ich aufgewacht und es war ein Brennen bei meinen Handflächen und Fußsohlen und es möchte eine Energieübertragung heute stattfinden. Ein Heilstrom für dich. Und warum ist das so? Ich hatte vor einigen Tagen, vor 2 Tagen, glaube ich, habe ich ein Video hochgeladen, wo mein aktorianisches Team ein Lichtimplantat gesetzt hat. Dieses Lichtimplantat dient für dein geistiges Erwachen. Ja, es ist bewusstseinserweiternd und fördert deine Hellsinne. Dazu gibt es ein eigenes Video, das kannst du dir gerne ansehen. Und es kam dann dieser Impuls, es braucht etwas, um diese Aufstiegssymptome zu lindern oder beziehungsweise etwas, um uns dabei, das, ja, eine Hilfestellung aus der geistigen Welt, weil diese Aufstiegssymptome für uns doch manchmal sehr herausfordernd ist und es, ja, es braucht manchmal einfach nur ein bisschen Hilfe von unserem besten Freund und in dem Fall ist es die geistige Welt und ich hatte diese Gedanken und habe es so ins Universum geschickt. Und heute früh war es dann soweit, dass die geistige Welt mir diesen Impuls gegeben hat. Ich muss jetzt ein Video aufnehmen und diesen Heilstrom vollziehen. Für euch, für mich, für dich. Und jetzt sehe ich auch schon die Lichter. Es ist soweit. Ich darf jetzt aufhören zu babbeln und gebe jetzt ab an die geistige Welt, denn diese hat mehr zu berichten als ich. Ich danke dir fürs Zusehen und ich bin schon ganz neugierig und gespannt, was jetzt kommen wird. Ich weiß es nicht. Es ist auch für mich eine Überraschung. Alles, was ich spüre und wahrnehme, sind enorme Hitzeströme, die jetzt wirklich fließen möchten. Und ich möchte sie jetzt zu dir schicken. Du kannst es für dich so wenig oder so viel empfangen, ja. Du darfst es für dich, du darfst dich einstimmen auf die Energien und das auch genau so empfangen, wie es für dich hilfreich ist in diesem Moment. Es kann auch sein, dass du heute eventuell nicht bereit bist dafür, aber vielleicht morgen, ja. Es kann auch sein, dass du spürst, ah, da ist ein Widerstand und vielleicht möchte jetzt noch etwas gelöst werden zuvor, bevor du diesen Heilstrom jetzt empfängst. Also fühle immer hinein, deine innere Stimme täuscht nicht, vertraue deiner Intuition und entspanne und empfange. Gut. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, mich vorher zu waschen, zu reinigen. Also falls du dieses Video heute am Abend anziehst oder morgen am Abend und du bist noch ganz aufgeladen energetisch von deinem Tag, dann wäre es auch gut, ein guter Tipp wäre es, vorher noch duschen zu gehen oder in die Badewanne und dann zu diesen Strom zu empfangen. Ich bekomme gerade die Information, ich muss jetzt wirklich aufhören zu sprechen. Gut. Sie sind die geistige Welt. Mein geistiges Team ist heute sehr, also wirklich dieser Druck von hinten. Jetzt ist es Zeit. Es ist Zeit. Okay. Das höchste Licht darf dir begegnen, das höchste Licht ist mit dir, das höchste Licht trägst du in dir und so sind wir geborgen im Göttlichen, in der Urquelle selbst. So begeben wir uns nun
in eine tiefe Entspannung und öffnen uns für diesen Heilstrom. Mein arcturianischer Meister Ashma möchte jetzt zu uns sprechen. Er möchte jetzt diesen Heilstrom anleiten, uns Instruktionen geben, damit dieser Wandel, dieser Übergang uns leichter fällt. Danke, Ashma. Danke. Ich übergebe. Nun, wie ich sehe, sind viele anwesend. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine Verabredung. Ich habe zu eure Seelen gesprochen und ihr seid gekommen. Ich danke euch für euer Sein. Es zeigt auch, immer mehr seid ihr bereit. Ihr seid bereit mit für eine wahre Kontaktaufnahme mit uns. Wir sind ja eure Brüder und Schwestern, vielleicht aus einem Nachbarsplaneten, doch so unterschiedlich sind wir gar nicht. So unterschiedlich, wie ihr vielleicht denkt, das sind die Bilder, die euch klein halten, in Angst versetzen. Doch diese Bilder bitte löst von euch. Auch deshalb habe ich diese Lichtimplantate euch zur Verfügung gestellt, damit ihr euch langsam von dem alten Konstrukt, was denn ein Alien sein soll, lösen könnt. Denn auch damit hält ihr selbst eure Seele klein, denn glaubt es oder nicht, auch ihr seid Aliens oder so, wie ihr es bezeichnet. Ich würde fast nicht sagen, dass es lieblich bezeichnet ist, denn es hört sich ein bisschen gruselig an. Alien klingt so befremdend, doch das soll es gar nicht sein, denn wir sind euch nicht fremd. Ganz im Gegenteil, schon viele Inkarnationen haben wir gemeinsam verbracht. Viele von euch waren bei uns auf Arcturus. Liebe Nicoline, du bist jetzt gerade auf Arcturus. Als Lehrmädchen, so lernst du über die Lichtmedizin Bescheid. Doch es seid ihr nicht nur ihr, sondern sehr viele, die auch gleichzeitig parallel, falls ihr euch schon vorstellen könnt, auch auf andere Planeten reist und diese wertvolle Information von anderen Planeten auf die eurige weitergibt. Dies ist alles für die bewusstseinserweiternde Kraft, die euch in dieses Neue zieht. Ja, es ist die Anhebung von eurem Planeten, aber auch von eurer Seele selbst. Ihr habt es so gewählt. Nur mit eurer Übereinstimmung kann diese Erde diesen Aufstieg vollziehen. Nur du mit deiner Übereinstimmung kannst dein Bewusstsein erhöhen. Ah, ich höre, es sind manche, haben die Frage, wie? Ich bin ein Alien? Ja, das bist du. Denn viele von euch kommen ursprünglich von einem ganz anderen Planeten. Es gibt auch sogenannte galaktische Zeitreisende, die gar nie wirklich diesen Heimatsplaneten in sich spüren, denn sie reisen. Ihre Aufgabe ist es, von Planet zu Planet, von Galaxie zu Galaxie zu reisen, um zu lernen und dieses Wissen der Planete, der Galaxien, der anderen Wesenheiten als, ich würde sagen, als Lichtinformation weiterzugeben. Lichtinformation, die allumfassende Weisheit in jedes morphomagnetische Feld, ja, einzupflanzen, damit es mehr und mehr erwachen kann. Die göttliche Wahrheit. Denn dieses angstmachende Bild
wurde dazu benutzt, damit ihr euch nicht erkennt, damit ihr unter Kontrolle bleibt, damit ihr nicht wisst, wer ihr seid. Deshalb für euren Aufstieg ist die Verbindung mit uns notwendig. Denn diese Verbindung mit uns zeigt, dass wir eins sind. Wir sind nicht getrennt, wir sind die Nachbarn. Die Nachbarn, die immer wieder mal vorbeischauen, die liebevoll euch unterstützen, euch Geschenke vorbeibringen, das sind wir. Gut, ich musste jetzt zu Beginn einiges aufklären, denn vielleicht haben manche noch ein bisschen ein verstörtes Gefühl gegenüber uns. Doch ich fühle, es fließt frei. So könnt ihr auch besser diesen Heilstrom empfangen. Ja, Nicolin ist nun der Kanal, der diesen Heilstrom weitergibt an euch. Alles ist in Übereinstimmung. So fließt dieser Heilstrom, währenddessen ich spreche. Dieser Heilstrom fließt in dem ganzen Video und weit darüber hinaus. Nun fühle bitte, beachte deine Handflächen, spüre deine Fußsohlen, deine Chakren und spüre, wie dieser Strom nun bei dir ankommt. Gerne kannst du auch direkt sagen, so, nun empfange ich. Danke. Und wenn es zu viel wird, kannst du sagen, danke. Ich entlade mich. Danke. Es ist wahrlich eine Ladestation. Du spürst die kosmische Energie, wie sie zu dir fließt, wie sie in deine Innenräume sich bewegt. Und jetzt, wo wir schon von dem Inneren sprechen, so möchte ich euch gleich noch etwas über euch erzählen. Ja, ihr erlebt diese Aufstiegssymptome. Aufstieg, Aufstieg wohin in euer erwachtes Sein, welches ihr schon immer seid. Es ist vielmehr eine Erweiterung von all dem, ja. Die Hellsinne, vieles wird zugänglich für euch, weil ihr es euch ermöglicht, weil ihr nun bereit seid. So ist es aber auch, dass ihr Dinge, Orte wahrnehmt, die mit dem physischen Auge nicht sichtbar sind. So fühlst du vielleicht an einem Ort plötzlich Schmerzen in deinem Bauch oder bei deiner Hüfte, doch hat es weniger mit dir selbst zu tun, sondern du spürst den Ort und das, was an diesem Ort vielleicht vor vergangener Zeit passiert ist. Dies ist zu erkennen. Es gehört nicht zu dir. Du spürst, weil du eins wirst. Du wirst in deinem 5D, ich benenne es mal so, weil ihr immer so viel Spaß habt, 5D zu sagen. Also habe ich jetzt auch meinen Spaß daran und ich spreche 5D. Da seid ihr, in dieser Ebene seid ihr nun mit allem verbunden und nicht getrennt. Das heißt, Tiere, Pflanzen, Menschen, Plätze, alles ist beseelt. So spürt ihr viel mehr. Und jetzt ist es an der Zeit, dieses, was man so in seinem Körper wahrnimmt, zu navigieren. Jetzt ist es an der Zeit, diese neuen Fähigkeiten zu lenken und für sich gut zu nutzen. Ich möchte erwähnen, ihr trägt einen kostbaren Schatz, das größte Geschenk für euch inkarnierten Seelen hier auf Erden. Das größte Geschenk, ihr trägt Gott in euch. Es ist euer Herzchakra selbst. Euer Herzchakra ist der Schlüssel zu allem. Es ist die Antwort auf
all eure Fragen. Achtet nun auf euer Herzchakra. Euer Herzchakra spürt und empfängt. Euer Herzchakra ist auch Absender von eurer Energie. So ist es, dass über euer Herzchakra Energieströmungen in euch aufgenommen werden und sich im Körper verteilen. Nun, hört gut zu. Wenn diese Strömungen, die von außen kommen, euch überladen, wenn es zu viel ist, wenn es für dich zu viel ist, dann darfst du ganz bewusst dir ein Lichtgitternetz auf deinem Herzchakra visualisieren. Hast du schon mal dieses wundervolle Spinnennetz beobachtet? Hast du es beobachtet, wenn es so nach einem Regen mit die Tröpfchen runter und dann strahlt die Sonne zu diesem Spinnennetz? Wie wundervoll es glitzert und glänzt. Hast du dieses Bild in dir? So verankere nun ein kristallines Netz rund um dein Herzchakra. Keine Sorge, es ist nicht verklebt. Es ist kein Schutz, nein. Es ist lediglich ein Filter für dich, wie du langsam diese Energien gut in dir aufnehmen und lenken kannst. Also, wenn du dich wieder überrollt fühlst von all diesen Informationen, von all dem Geschehnis, welches in diesem Schauspiel gerade hier auf Erden passiert. So, sei schlau, sei bei deinem Herzen, sei herzensschlau, so sagen sie. Und visualisiere dieses lichterne, glitzernde Gitternetz, ein weißes, glänzendes Netz und bitte nun, dass dieses Netz aktiviert wird jetzt. So darf dieses Netz filtern, dass es genau so viel zu dir kommen kann, wie du derzeit damit umgehen kannst. Okay. Jetzt bekomme ich auch die Instruktion. Ashmar sagt, lege deine linke Hand auf deinen Bauchnabel, deine rechte Hand, den Zeigefinger und Mittelfinger auf dein drittes Auge. Und jetzt reibe es im Uhrzeigersinn. Okay, er sagt, es ist für die Aufladung, wenn du Energie benötigst. Und dann bei der Mitte deiner Schädeldecke kannst du es auch noch einmal machen, da wo dein Kronenchakra liegt. Und dann noch einmal lass dich führen, gibt es noch bei deinem Hinterkopf das Chakra, das Kausalchakra und auch da. Okay, er sagt, es sind Lichtpunkte. Okay, Anasana mai e sanate e anaya no tu sana. He sanamare e no tu. Über deine Ohren sind auch noch einmal. Also eigentlich, da sind die Schläfen so ein bisschen hinter den Ohren. Und da sind auch noch einmal Lichtpunkte. Und diese kannst du aktivieren
Und diese dürfen sich öffnen für die geistigen Botschaften. Er stärkt auch wieder deine Sensibilisierung und er sagt jetzt, damit du ein besseres Verständnis bekommst, wenn du Aufstiegssymptome erfährst. Denn auch jedes Symptom zeigt dir dein System, was noch durchleuchtet, also durchlichtet mit dem Christuslicht werden möchte. Es möchte in dir integriert werden. So kannst du mit diesen, also hinter den Ohren, lass dich da intuitiv führen, das sind zwei Lichtpunkte. Dann bei der Schädeldecke, da wo das Kausalchakra ist, also beim Hinterkopf, dann auf der Schädeldecke selbst. So, das sind drei, vier und fünf. Und dann noch einmal beim Energiezentrum, wo das dritte Auge ist. Und du darfst dir zu so vorstellen, wie da ein Energieaustausch, visualisiere dir ein weiß-goldenes Licht und wie da Energieströme, also das, wenn du diese Aufstiegssymptome bekommst oder Energien von außen wahrnimmst und es ist zu viel für deinen Körper, dann bitte, dass es über diese fünf Energiepunkte aus dir entlassen werden, dass sie hinausfließen dürfen in das Göttliche und dort dann transformiert wird oder umgekehrt. Also es ist, du kannst es regulieren für Energieempfängnis oder wenn du dich entladen möchtest. Es ist für beides. Es ist, und alles ist auch da wieder in Balance. Und jetzt musst du das noch manuell, also wirklich, dass du dich erinnern musst und irgendwann passiert es, umso mehr du mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Lichtschaltstellen bist, umso mehr du da an diesen Punkten arbeitest, umso mehr passiert es dann, dass es einfach von selbst sich reguliert, ja, dass es genau weiß, wann mache ich zu, also wann ist es Zeit, um mich in dieser Lichtkapsel zu erfahren, um jetzt mich gut zu erden und für mich zu sorgen und quasi mich von dem Äußeren jetzt ausschließe und für mich bin. Und dann ist es das Umgekehrte. Und jetzt darf ich empfangen, jetzt darf ich mit meinen Spirits reden, ich darf hell fühlen, ich darf mein Gegenüber wahrnehmen, in der Interaktion mit deiner Kinder zum Beispiel, in der Interaktion mit deinen Tieren, was auch immer. Ich habe da jetzt nur so Bilder, die sich mir zeigen. Und da kannst du dann wieder diesen Energiestrom nehmen, damit du auch das Verständnis für dein Gegenüber, ein besseres Verstehen, ein besseres ein Feingefühl für dieses Miteinander, ja. Und deshalb kommen jetzt diese Informationen zu uns, denn es ist wichtig, dass wir in diese neuartigen Wahrnehmungen, Erlebnisse, was wir jetzt alles erfahren, kollektiv, damit wir besser umgehen können damit. Okay, Ashanamare. Okay, lieber Ashma, hast du jetzt noch abschließend noch eine Instruktion, noch eine Botschaft? Okay. Ich übersetze, er sagt wieder, bitte vergesst nicht auf das Lichtimplantat, welches für euch zunutze ist, auch immer wieder dort eure Aufmerksamkeit schicken, hinsenden und auch dieses Lichtimplantat mit diesen fünf Punkten verbinden. Und es gibt noch zwei weitere, doch dieses wäre jetzt ein zu viel für euch. Okay, also wir belassen es jetzt mal bei fünf Punkten. Und dann darfst du diese Energien in jede Himmelsrichtung schicken, ja? Also dieses Christuslicht, visualisiere dir das Christuslicht und dieses darf nun in jede Himmelsrichtung strahlen, ja? Es darf dich mit dem
Himmel und der Erde verbinden, mit der Zukunft und mit der Vergangenheit hier im Jetzt. Und du darfst so dieses Christuslicht, das Schöpfungslicht selbst, nach außen senden und so erlebst du auch einen größeren Radius an dieser kristallinen Energie. Die Kristallenergie ist bei dir, das Schöpfungslicht selbst. Okay. Und wenn dieses Licht, wenn du dich in diesem Licht befindest, dann befindest du dich auch wiederum in einem Vakuum, ja, welches dich nährt und auch so eine Art Puffer von äußeren, niedrigeren Energien, ja. Und das ist jetzt wichtig. Das benötigt ihr jetzt, ja. Ihr habt alles, was ihr sucht in euch und das, was ihr braucht, das bekommt ihr auch von uns. Die geistige Welt sagt jetzt, nicht Aschmas, sondern die geistige Welt sagt, ja, es wird viel im Außen, ja, es wird noch mehr gefordert von euch. Und umso mehr von außen kommt, seid euch bewusst, ihr bekommt auch von uns, also auch wir verdichten uns, auch wir geben euch mehr Informationen und all das, was ihr benötigt. Und schlussendlich zeigt es euch auf, immer in dieser Zentrierung zu bleiben, bei euch, in diesem Lichtfeld, welches ihr jetzt ja gerade kreiert habt. Es dürfen viele dieses Video sehen, denn wenn viele dieses Lichtfeld nun gemeinsam visualisieren und manifestieren, ja, das ist das, diese Energie potenziert sich, diese Energie springt über, diese Funke zu ganz vielen Menschen und das unterstützt auch unser Bewusstsein. Gut, ich fühle noch immer, der Heilstrom geht noch voran. Ich lasse das jetzt so stehen. Und wenn es genug ist, dann visualisiere auch, wie sich, also das ist auch nochmal ganz wichtig abzuschließen. Ja, also die fünf Lichtpunkte auch wieder zu schließen. Es ist nicht gut, wenn die ständig offen sind, ja, weil dann kommt alles rein. Schließe es auch wieder und dann öffne dich bewusst, ja. Schließe den Raum für dich, um für dich zu sein und am Morgen öffne dich, ja. So wie es für dich sich richtig anfühlt. Und auch da darfst du über diese fünf Lichtpunkte dich aufladen oder entladen. Und das darf auch nochmal die Aufstiegssymptome lindern. Und auch das Herzchakra, also dieses lichterne Spinnennetz, so wie sie es jetzt dargestellt haben, dass du dir das visualisierst, dass nicht alles auf dich einströmt, sondern dass es gefiltert ist, dass die Liebesessenz zu dir fließen darf. Anasana esana mate yanata mai onata mayanate. Ich danke. Ich danke der geistigen Welt. Ich danke Meister Ashma Asana Mare Eanatusana Mate. Danke. Okay, so. Der Heilstrom geht noch weiter. Ich spüre es ganz intensiv. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich habe auch einen Telegram-Kanal. Auch da kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich auf Verbindung, Vernetzung. Und genau, es gibt zwei Events, die ich jetzt noch gerne durchsage. Und zwar Ende Oktober, Anfang November. Ich kann leider noch kein genaues Datum bekannt geben. Wahrscheinlich Montagabend weiß ich es for definite. Definitiv weiß ich es dann, welches Datum. Und da findet ein Live-Event statt, ein Live-Channeling, wo ich gerne eine Gruppenmeditation, ein Gruppen-Channeling anführen möchte. Und dann ich habe so das Gefühl, dann auch noch so Einzelbotschaften noch durchgebe. Wenn du Interesse hast, dann bitte schreib mir auf meiner Homepage und schick mir eine Nachricht. Da freue ich mich. Das andere Event ist ein Online-Event, welches am 22.11. startet und bis zum 12.12. dauert. Das ist die Maria Magdalena-Initiation. Genau, da darf ich einiges
von Maria Magdalena weitergeben. Ich darf Kanal sein und ja, ich freue mich drauf. Ich danke dir fürs Zusehen. Ich danke dir, dass du Teil meiner Community bist und dass wir gemeinsam wirken, dass wir gemeinsam strahlen, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir dieses Video anzusehen. Ich danke dir für dein Sein und Wirken. Alles Liebe, Nicoline Maela.